haben und die wirklich gut spielen, man merkt einfach, dass die irgendwann mal einen Einbruch haben und da merkt man, das hängt dann alles mit dem Kopf zusammen. Man weiß dann, was man spielen kann, ist dann des Öfteren nicht zufrieden, hat dann einen Einbruch und genau dieser Einbruch, den muss man überwinden. Du hast mir das mal erklärt, Wolfgang. Man fällt. Genau, und das ist eine lustige Kurve, die gibt es fast in jeder Sportart. Das heißt, du beginnst in dieser Sportart Fuß zu fassen und dein Weg geht ganz steil hinauf. Und nach dem ersten Zenit kommt meistens ein ganz tiefer Fall und die zweite Kurve, die geht dann ganz langsam nach oben und die zeigt dann, wer diesen Sport dann so ernst nimmt oder so motiviert ist, diesen Sport so auszuüben, dass der Erfolg kommt, und das ist dann meistens der weitaus härtere Weg. Also am Anfang, ich habe zwar relativ bescheidene eigene Erfolge gehabt, aber es war bei mir genauso. Ich habe begonnen mit dem Sport und es war sehr schnell Erfolg da, und das Problem war dann, sich zu motivieren, ganz einfach, wie die Phase gekommen ist, wo du nicht mehr gewusst hast, warum du nicht triffst. Das ist nämlich lustig. Du weißt nämlich meistens nicht, warum du so gut spielst, und du weißt aber auch nicht, warum du nicht triffst. Und das ist das Problem. Und vor allem wird es dann auch, viele wechseln dann die Darts, viele wechseln das und das Zubehör. Und es kann lange dauern. Das kann 5 Jahre, glaube ich, auch dauern. Also wirklich für alle nicht den Kopf hängen lassen, trainieren und weiter versuchen. Also es ist nicht aufgeben, es ist in jeder Sportart so. Ja, und das Schöne ist, also es gibt Spieler, die eben diese Einstellung haben, dass sie sagen, ich drücke das jetzt durch, es funktioniert im Moment nicht so und ich weiß, dass das von selber wieder kommt. Und diese Spieler schaffen es dann meistens weitaus schneller, wieder aus dem Tief herauszukommen. Und man sieht es auch bei den Spitzenspielern. Also zum Beispiel Kim Huibrechts hat in letzter Zeit eine Phase gehabt, das ist jetzt wieder besser geworden. Entschuldigung. Hat auch mit familiären Problemen zu tun gehabt. Das ist natürlich auch auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, ja. Und ist jetzt am Weg wieder zurück, aber er war schon richtig verzweifelt, nicht gewusst, warum er ständig erste Runden Niederlagen hat. Hat nicht wirklich schlecht gespielt, aber genau die entscheidenden Phasen hat er den Kopf nicht dafür gehabt, und das immer wieder beim Kopf. Es ist ganz einfach so, dass ohne Kopf dieses Spiel überhaupt nicht funktioniert. Ja, wir haben hier das erste Leg. Genau, Zoltan hat begonnen, konnte sich auch nach 12 Darts erfolgreich auf 119 stellen. Hannes steht jetzt genau auf 100, ja. Triple 19, 62 Rest, das heißt, er wird die 12 anspielen und aufs Bull. Oh, das ist leider weit weg, das ist in der 48. Ja. Somit Hannes die Chance auf die Triple 20. Theoretisch ein zweiter Finish und jetzt leider ist schon vorbei. Es ist zwar noch nicht vorbei, aber er kann nicht mehr checken. Ja, dieser Check ist für ihn vorbei und man sieht auch hier nur 25 Punkte. Doppel 8, die trifft auch nicht. Und jetzt, man sieht es hinten, man hat es jetzt wirklich ganz gut gesehen, wie sich Hannes hier jetzt motiviert und sagt, komm, jetzt nimm deine Darts in die Hand und gewinn dieses Leg. Nütze deine Chance. Er hat jetzt einen Jackdart auf Doppel 20 und knapp darüber, leider. Und der Check ist Doppel gelungen. Doppel 4, ja, 1:0 für Zoltan. Toll, wie die Schreiber auch mitarbeiten, dass wir wirklich... Wirklich so, dass das stehen haben. Also es ist ja, wir wurden ja jetzt auch eben gefragt, weil dieser Schreiber jetzt ein bisschen größer ist. Also der ist wirklich, glaube ich, der ist im Kopf größer wie ich. Und ich wurde jetzt gerade gefragt, ob es was macht, wenn der größer ist, wegen der Kameraeinstellung. Nein, es funktioniert ganz toll. Perfekt, also wir können da total gut zusammenarbeiten. Und wie gesagt, wenn wir das nächste Mal hinkriegen mit der elektronischen Anzeige, das wäre natürlich ganz toll. Auf jeden Fall, ja. Ich denk, vor allem, dass die Leute, die uns zuschauen, auch Schnitt eingeblendet bekommen. Ja. Wir können das jetzt hier in der
in der kurzen Zeit haben wir es nicht umsetzen können. Aber ich glaube, es ist zumindest so, dass die Leute schon sehen, was gespielt wird und welche Scores gespielt werden und dass es schon und wert ist, dass man wie es abläuft, hier einlinkt. Ja. Vor allem wie es abläuft hier bei der Bulls Super League, einfach mal die Atmosphäre mitbekommt, dass man mal die Spieler sieht, die hier spielen. Zoltan hatten wir jetzt schon oft, Hannes hatten wir auch schon einmal, aber es ist natürlich interessant. Ja, wir haben leider keinen Einfluss auf das, wer hier spielt. Wie gesagt, aus rechtlichen Problemen sind einige Spieler leider ausgeschlossen. Ja. Vielleicht können wir das klären bis in August, das wäre toll. Genau, dass aber wir den Herrn auf dem Plakat auch zeigen dürfen. In ja, live, nicht nur auf dem Bild. Nicht nur ihn, sondern auch einen zweiten Spitzenspieler, dessen Bruder ja hier am Werk ist. Das machen wir ganz, der Bruder von Rasti Rodriguez. Und von Roxy. Ja, und von Roxy. Jetzt, glaube ich, haben wir alles ausgeschlossen. Da gibt es auf jeden Fall jetzt kein Problem mehr. Ja, Hannes hier jetzt mit einer 100 auf 117 gestellt. Hat eine gute Chance auszugleichen. Kriegt 6 Start. Besser gesagt, ist noch nicht sicher. Ja, auf aber jeden die Fall einmal 3. Die bekommen, aber jetzt sind 6 Starts, ja. Genau. Ich glaube, du kannst dir die Zukunft sehen. Ja, genau. So ein bisschen lang. Jetzt zweimal die 5 für 107 und das war die 18. Das müssten jetzt 99 Punkte sein, wenn ich mich. 89, ja. 89. Und 80, was macht der? Triple 19. Genau, das ist der Tat, den auch Hannes probiert jetzt zu treffen. Ja, trifft er hat den auch Doppel getroffen. 16. Wie sicher ist er jetzt auf den Doppel? Der war ein Stück weg. Und ich glaube, der sitzt. Ja. 1:1. Und man sieht es auch, hier Zoltan wäre auf jeden Fall da gewesen, war auf jeden Fall hier wieder im Finish-Bereich, hätte jetzt wieder die Chance gehabt. Und Hannes hat es aber vorher gemacht. Er startet gut. Für viele Spieler ist es ja enorm wichtig, wie der erste Dart sitzt. Ja. Es gibt halt verschiedene Spielertypen. Es gibt Spieler, die eher Dart für Dart spielen. Das heißt, er konzentriert sich auf jeden Dart neu. Weitaus größer ist aber die Anzahl der Spieler, die den ersten Dart ausnützen, um mit Rhythmus mehr oder weniger die anderen Dart ins selbe Feld zu bringen. Gibt es natürlich bei der PDC eine Menge Beispiele für das. Ein gewisser Herr, The Power, ist so ein Beispiel, der versucht ja den ersten Dart schön in die Triple, im unteren Teil der Triple zu unterzubringen und die anderen zwei dann draufzulegen. Ist aber nicht jetzt so der Bauerspieler, sprich, er hat zwar den Namen Bauer, ist aber nicht der Schnellhitter, sondern er spielt schon eher Dart für Dart, aber es gibt so Spieler wie Dave Chisnall oder Gary Anderson, oder die spielen wirklich auch Michael van Gerwen natürlich, die einen gewissen Rhythmus haben und wenn der erste Dart sitzt, meistens die nächsten einfach nachschieben. Sitzen, ja genau. So einfach wie es aussieht, so einfach wie es klingt, ist nicht. Aber die sind natürlich ständig im Training, jeden Tag. Also ich weiß, dass ein Phil Taylor, also ich habe es mal gehört, ob es wirklich stimmt, der hat anscheinend in jedem Raum in seinem Haus eine Dartscheibe hängen. Ja, das stimmt sicher. Und das ist natürlich ganz was anderes, als wenn man sagt, man trainiert in der Woche dreimal 2 Stunden. Genau, da sind noch Klassen dazwischen. Wobei man dazu sagt, wenn einer wirklich ein Tief ist, ist es oft besser, das Trainieren runterzuschrauben. Ja. Weil das Problem meistens das ist, dass man dann an dem verzweifelt, dass man eben, dass man nichts trifft. Zuerst kurz angesprochen, dass man nicht weiß, warum man nicht trifft. Das ist eigentlich das Schlimmere, weil wenn ich einen technischen Fehler mache, den ich ausmerzen kann, dann ist Training natürlich sehr viel mehr wert, als ich stelle mich hin und weiß stundenlang nicht, warum ich das nicht treffe. Ja. Und da ist es oft besser, ganz einfach das Training ein bisschen zurückzuschrauben und zu warten, bis das Spiel wieder kommt, vom Gefühl her wieder kommt. Also wir, weil ich es gerade lese, wir lesen die Kommentare, lesen wir schon.
Nur ihr diskutiert über Fußball und wir kommentieren hier Darts. Das ist nicht, das passt hier jetzt gerade nicht so zusammen. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr die posten. Aber Fußball ist jetzt ein bisschen schwer. Champions League ist vorbei, das war gestern erledigt. War auch wieder ein tolles Finale. Aber jetzt geht es hier um Darts, um die Bull Super League. Zoltan hat übrigens das 2:1 gemacht über die Doppel 16. Und Hannes muss wieder. Zoltan startet mit 139 und 99 Punkten. Das Dart-Trainingsspiel, das Fußball heißt. Na gut, dann weiß ich das jetzt auch. Dann habe ich wirklich falsch gelesen. Ich habe nur Fußball gelesen jetzt kurz. Fußball und Dart, ich kenne das jetzt wirklich. Nein, das ist ein eigenes Trainingsspiel, das E-Data an und für sich nicht so kennen. Das ist ein Spiel, das auf der Scheibe gespielt wird. So viel ich weiß, musst du, um die nächste Zahl anzuspielen, immer das Doppel der letzten Zahl treffen. Also wenn du anfängst, auf 1 zu spielen und du musst es dann mit Bull bestätigen, wenn ich richtig liege, ist das ungefähr okay. So. Wir haben jetzt gerade eine 180 gesehen, ja, von Hannes. Hannes, er hat sich auf 42 Rest gespielt. Also dieses Spiel ist sehr interessant und dieses in Stil da, dieses überhaupt, gibt es sehr viele interessante Trainingsspiele. Ich habe jetzt gerade, da war gerade eine Frage, warum einige ausgeschlossen sind. Ich nehme an, du meinst, warum einige nicht gestreamt werden dürfen. Das ist leider noch aus rechtlichen Gründen ungeklärt. Das müssen wir jetzt noch klären, wie das genau abläuft. Wir versuchen das auf jeden Fall bis in August hinzubekommen. Also das, was ich definitiv weiß, ist, dass es einen Vertrag gibt mit den Spielern und der PDC. Mit den Spielern der PDC. Und mit den Fernsehanbietern, die ganz einfach, das uns ganz einfach nicht gestattet, Spieler der PDC selbst zu streamen, ohne vorher die Genehmigung einzuholen. Wir konnten das jetzt in der Geschwindigkeit auch nicht mehr lösen. Es hat jetzt einen Kompromiss gegeben, dass wir ganz einfach streamen dürfen, aber diese besagten Spieler oder nicht besagten Spieler ganz einfach nicht zeigen dürfen. Und wir hoffen, das natürlich bis August zu klären, und ich bin auch sicher, dass es hier einen Konsens geben wird. Und Hannes wieder mit einer hervorragenden 177. Ja, perfekte Aufnahme. Also da ist jetzt nochmal gerade erklärt, dass dürfen Fragen zur EDF gestellt werden. Ja, natürlich. Ja. Einfach kommentieren. Da war jetzt gerade die Erklärung von dem Fußballspiel. Ja, das ist sehr interessant. Du machst praktisch mit dem Pull, eröffnest du immer das nächste Feld. Ja. Okay, dann muss die Doppel 1. Dann die Doppel 1, dann Doppel 1, Doppel 2, Doppel 3, Double Pull, um die nächste Doppelzahl direkt zu haben. Okay, das heißt, ich muss zwischen jedem Doppel ein Bullseye werfen. Wenn ich das jetzt richtig so rauslese. Erst Bull, dann die Doppel 1. Bull, um den Ball zu bekommen, dann Doppel 1, Doppel 2, Doppel 3. Also über Bull, Bull kommst du immer wieder auf die Möglichkeit, das nächste Doppel zu spielen. Okay. Nee, dann haben wir es jetzt falsch verstanden. Gut, das klären wir noch, das werde ich mir nochmal ansehen, das werde ich noch googeln. Und werde auf jeden Fall danach sehen. Wir sind beim 2:2. Hannes hat gerade mit 42 gecheckt und das 2:2 gemacht. Darf jetzt, das ist die 6, ja. Steht auf 66, okay. 20, hat noch 60 Rest. Eine Frage zur EDF haben wir hier jetzt schon. Was sind die Steeldart Qualifier, wie funktioniert der Bewerb? Und dann kommt gleich die Frage danach, wie wird das Steeldart Turnier bei der EDF gespielt? Also vielleicht kannst du das kurz erklären. Ja, ich kann das jetzt einmal kurz erklären. Wir werden die genaue Ausschreibung innerhalb der nächsten 14 Tage bringen, aber die Idee ist die, und steht mehr oder weniger auch schon fest, es wird ein Qualifikationsturnier geben. Wir haben 8 PDC-Spieler, die eine Wildcard bekommen, und es wird die Möglichkeit über ein Qualifikationsturnier, die Einzelheiten kann ich jetzt noch nicht genau preisgeben, aber es wird so funktionieren, dass es ein Qualifikationsturnier gibt, wo sich weitere 8 Spieler
zu den 8 dazugesellen werden und die dann in einem Round-Robin-System dann spielen werden und im Anschluss daran Semifinale, Finale gespielt werden. Also das heißt, alle die, die am Qualifikationsturnier mitspielen und die 8, die sich da qualifizieren, werden die Möglichkeit haben, mit BDC-Spitzenspielern sich zu matchen. Und ich glaube, das ist recht interessant. Es wird ein geringes Startgeld nur geben. Da geht es eher darum, dass es einen Exhibition-Charakter gibt und gibt natürlich auch was zu gewinnen, ist keine Frage. Aber die Möglichkeit, gegen solche Spieler zu spielen, glaube ich, ist der größere Anreiz an dem Ganzen. Auf jeden Fall. Jetzt ist nochmal hier erklärt, man braucht erst das Bull, dann kannst du auf das Doppel weichen, welches du brauchst, zum Beispiel die Doppel 16. Triffst du dann aber Doppel Bull, kannst du danach auf die Doppel 17 gehen. So, du kannst überspringen. Auf okay, jetzt verstehe ich. Jo, Zoltan hat jetzt das 3:2 gemacht, das haben wir jetzt ein bisschen verpasst, hat 71 gecheckt, wenn ich das jetzt gesehen habe. Sind beide ziemlich gleich auf, nur das Zoltan jetzt noch mit 60 in den Finish-Bereich kommt. Und Hannes wird jetzt versuchen, da auch reinzukommen, nur weiter vorbei. Das sind, glaube ich, 40 Punkte. Das waren dann 58 Punkte, ja. Dann stellt sich 164. Ja, wir haben jetzt eine eigentlich gute Meldung bekommen im Chat. Es heißt ganz einfach spielen und einen Spaß dabei haben und auf das, glaube ich, kommt es in erster Linie an. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Und vor allem, glaube ich, ist es wirklich ein Erlebnis, zum Beispiel mit einem Kim Huibrechts oder egal jetzt wie Max Hopp oder wie auch immer sie heißen, auch unsere österreichischen Spitzenspieler, dass man die Chance kriegt, gegen die einmal zu spielen und wirklich sehen, auch wenn man glaubt, das schaffe ich ja locker auch, dass man mal sieht, wie sich so ein Spiel aussieht. Das ist auf wie viele Leg wird da gespielt bei der IDF? Ich denke jetzt mal beim Stil-Wettbewerb. Ja, also wir haben an und für sich vor, es hängt natürlich auch immer mit der Nennzahl zusammen. Wir müssen das Turnier ja auch zu einer gewissen Zeit zu Ende bringen. Das heißt, wir werden nach der Teilnehmerzahl, also nach der Meldezahl, entscheiden, wie die Vorrundenspiele, sprich es geplant ist, ein K.O.-Bewerb gespielt wird und wir werden dann das Finalturnier, das ja praktisch dann am nächsten Tag stattfindet, in den Gruppenspielen, ähnlich wie es hier gespielt wird mit First to Six Spielen und dann, je nachdem wie der Zeitfaktor ausschaut, nachher die Leckzahl erhöhen ganz einfach. Ist auf jeden Fall, ich denke, dass das auch sehr gut ankommen wird mit dem Stildart Qualifier oder mit dem Stildart Turnier hier bei der EDF, als einfach mal, wie du sagst, was anderes ist. Ich kann mal gegen Spieler spielen, die ich nicht alltäglich sehe oder die ich nicht oder die ich im Fernsehen sehe zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall, also ich freue mich riesig. Ich hoffe, ich habe dann auch mal Zeit, irgendwo mitzuspielen. Ja, ja, das wird sich sicher ergeben. Ja, wir haben natürlich auch EDF-mäßig den Plan gehabt, einen Stream zu schalten und beim letzten BDC-Turnier bin ich da leider ein bisschen von den Füßen geholt worden. Ja. Dort wurde mir mitgeteilt, dass es da rechtliche Probleme gibt. Wir sind aber auch für dieses Turnier noch am Abklären. Ja. Es besteht nämlich durchaus die Möglichkeit, dass so entschieden wird, dass EDA-Turniere gesendet werden dürfen. Da dürften wir nachher diesen Stildart-Bewerb nicht bringen, aber die Spieler spielen ja natürlich auch andere Bewerbe und man könnte sie trotzdem sehen. Wir werden das alles in nächster Zeit abklären und wir werden euch natürlich informieren. Wir werden auch genau auf dem Laufenden halten. Und dann, wie gesagt, alle Infos gibt es auf www.edf-dart.com. Einfach reinklicken. Ja, und ein paar wir Zimmer sind noch zur Verfügung. Genau, und wir werden auch über Facebook. Heute ist es schon fast wichtiger, über Facebook das zu posten, als auf der Homepage. Genau. Aber nur die Spielerklärungen und was gespielt wird, werden innerhalb der nächsten 14 Tage online erscheinen, in Deutsch und in Englisch. Also es wird jeder die Möglichkeit haben, das zu verstehen. Hannes muss jetzt... Er wollte jetzt den Pulsweg
gehen. Ja, man sieht natürlich hier jetzt die Single 20 nicht getroffen. Die Enttäuschung, oder man sieht auf jeden Fall, dass es für ihn jetzt nicht einfach oder nicht, wie soll man sagen, also erleichternd war, dass er die 1 getroffen hat. Zoltan auf die Doppel 5, der erste ist ein guter Marker und der sitzt 4-3 für Zoltan. Also wir haben hier jetzt auch wieder ein spannendes Spiel, gerade wie eben bei Zocke gegen Kalli. Man sieht auch jetzt nochmal, dass sich Hannes da ärgert. Hannes darf beginnen. Wir haben soeben im Chat die Anfrage bekommen, wie es in der Rangliste aussieht bei der Puls Super League. Wir haben aktuell keine aktuelle Liste, die wird jetzt dann in den nächsten Stunden erscheinen, sobald der Spieltag abgeschlossen ist. Werdet ihr finden auf natürlich auf Dart ist kein Virtualsport, auf oder Facebook auf dataustria.at. Oder auf dataustria.at, natürlich auch auf der Facebook-Seite von der Puls Super League. Also da gibt's. Aber auch hierzu sagen wir jetzt schon, bis in August, bis zum nächsten Spieltag, werden wir eine Software installiert haben, dass wir da ständig am Laufen sind. Da können wir auch die Stände die Tabellenstände einblenden. Und wir versuchen infomäßig ganz einfach wirklich weiterzuarbeiten, dass es immer besser wird. Hannes hat jetzt. Es ist 60, ein bisschen 160. Versetzt leider. Ja, und wie gesagt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, unten sieht man es immer schön eingeblendet am 9.6. ab 20 Uhr sind 4 Topspieler der PDC hier anwesend. Und zwar Jelle Klaassen, Paul Nicholson, Kim Heibrecht und auch der Herr Suljovic. Da steht's. Das, glaube ich, ist kein Problem. Ich glaube auch nicht. Wir haben jetzt, dürfte sich die Kamera gerade ein bisschen verschoben haben, das wird aber die Regie sicher schon bemerkt haben und das wird man gleich wieder ändern, dass wir das Scoreboard wieder richtig sehen. Das sind nur 5 cm. Ja. Das sind 145 Punkte, hat Hannes Schnier. Sollte dann bei 174 und somit darf Hannes als erster auf den Check, auf das Finish spielen. 20. Triple 19 leider knapp verpasst, aber trifft die Top, die Triple 10 auf 436. Viert euch, Männer! Okay. Wir haben gerade den Zocke gehört, der uns noch einmal angefeuert hat. Der Zoran Lerchbacher, der hat jetzt kurz hier in die Kommentatorenkabine geschrien. Führt euch Männer, ich glaube, man hat es gehört. Man sieht es auch, es ist auch ziemlich ist locker hier. Es ist eine lockere Stimmung und es ist wirklich toll. Also alle Spieler, man kann mit allen ganz normal quatschen. Und Hannes hat wieder den Ausgleich geschafft. Ja. Ah, es ist zuerst nicht gelingen an der Kamera, sondern an Zettel, den er montiert. Ja, es ist jetzt, die Kamera ist, wurde jetzt gerade wieder gedreht, also das ist, da der Zettel immer verkehrt, also unterschiedlich aufgehangen wird, darum. Aber trotzdem toll, wie die auf unsere Ideen reagiert haben. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe ja gestern auch schon die ersten Reaktionen auf den Livestream bekommen, es ist jeder begeistert, auch von den Spielern selbst. Es gefällt allen sehr gut. Es ist natürlich fördernd für den Dartsport, wenn man sowas überträgt, wenn man die Chance hat, sowas zu übertragen und einfach mal dabei zu sein. Jetzt ist auch noch mal kurz meine Seite eingeblendet. Mhm. Also alle Leute, die Interesse haben, einfach mal ganz auf Facebook schaut's vorbeischauen. Da gibt es immer die neuesten Infos und es ist wirklich eine tolle Seite. Dankeschön, Wolfgang. Nein, es ist so wichtig, auch für uns Funktionäre ist es so wichtig, dass es Leute gibt, die das ganz einfach weiter transportieren und auch den Leuten klar macht, wie sehr da jedes Zahnrad ineinander greifen muss, damit man da was zustande bringt. Und es ist ganz einfach in den letzten Jahren um vieles besser geworden. Ja. Und auch einmal der Kevin noch einmal zu erwähnen, man muss es auch sehr hoch anrechnen, einem Mann aus Deutschland, der wirklich Dart als sein größtes Ein und alles. Ja, oder ein und alles sieht. Kevin ist glaube ich, genauso Dart-verrückt wie ich. Ja, und er hat sich mehr oder weniger
um die österreichischen Dartspieler angenommen und durch sein professionelles Arbeiten sehr viel dazu beigetragen, dass Dart immer salonfähiger wird. Und ich bin sehr froh, oder wir alle sind sehr froh, dass er mit dermaßen Leidenschaft macht. Ja. Und das ist ganz einfach ganz toll. Wir haben jetzt hier nochmal eine. Wir schauen uns jetzt kurz Zoltan an. Der hat sich leider überworfen. Ja. Ist aber kein Problem. Hannes nicht im Checkbereich. Aber wir haben noch eine Frage bekommen hier jetzt über den. Wie lange werden die Gäste im Montesinho bleiben? Würde gerne nach der Quali vorbeischauen. Also am. Das ist wir haben leider keine Info, wir wissen nur, dass sie kommen. Nee, es werden in den nächsten Tagen sicher ein paar Infos kommen. Und dann ich glaube, er meint heute. Nein, das ist nach der Quali, weil es ist ja am selben Tag die Quali in Wien. Ach so, ja. Für die, also in Schwechat. Mhm. Und ich schätze mal, die werden sicher einige Zeit hier sein, aber es kommen in den nächsten Tagen ganz sicher die Infos und dann bekommt ihr die alle mit. Hier auf der Montesinho-Homepage, auf der Facebook-Seite von uns, das wird alles, werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen können. Eins sei nur schon jetzt gesagt, also ich habe das Glück, dass ich diese Spieler kennengelernt habe. Es braucht niemand glauben, dass das irgendwelche hochgestochenen Stars sind, die mit niemandem reden, die sind ganz lockere Leute. Ja. Jeder kriegt die Chance, also hier wahrscheinlich nicht gegen sie zu spielen, aber zumindest mit ihnen Smalltalk zu führen, einmal Fragen zu stellen, die sie gern beantworten. Ja. Und das sind alles wirklich lockere Typen. So jetzt toll. Zoltan hat jetzt mit einer 180 begonnen. Nee, es bleibt bei den vier Perfekten von Rastl. Ja, stimmt. Ja, Hannes muss jetzt dieses Leg gewinnen. Das ist ein Pflichtleg, ja. Natürlich, Zoltan mit 180 begonnen ist stark und steht jetzt schon auf 267 Triple 20. Beginnt wieder stark mit zwei Triple, was ich gesehen habe. Ja, und das war, glaube ich, wieder eine 180. Wahnsinn, die zweite 180 in diesem Leg. Somit die Chance auf 11 Darts. Also man muss wirklich sagen, das Niveau ist schon fantastisch. Ja. Wenn du siehst, dass sehr viele Spieler nach 3 bis 4 Runden im Zweitart-Finish-Bereich sind, ist das wirklich eine hervorragende Leistung. Triple 17 für und die Doppel 18 Wahnsinn, und 11 Darts. Nein, 11 Darts. Und das zum Match. Und ich glaube, da kann man nur gratulieren. Das ist Hammer auf jeden Fall, ja. Ein Hammerspiel. Gut, liebe Leute, hast du noch abschließende Worte, Wolfgang? Na, eigentlich nur das, dass es mich wahnsinnig freut. Erstens einmal, dass wir heute da miteinander kommentieren durften. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Vielleicht können wir ein bisschen Feedback von euch kriegen, wie es euch gefallen hat, was zu verbessern ist. Und ich glaube, dass